Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel 90 Grad. Jetzt das zweite Video zu 90 Grad, erschien bei Gerhard Spielen Design. Zwei-Personen-Spiel ab 10 Jahre, 10 bis 15 Minuten. Und jetzt gibt es ein paar Spielsequenzen, ein paar Partien. Dann schauen wir mal, wie oft ich den Elias schlage. Ja, der Elias hat auch schon gewonnen. Und jetzt zeigen wir euch das Ganze spielerisch. Ihr seht das hochwertige Material. Und Elias, die Regeln habe ich ja schon erklärt im anderen Video. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Du fängst an, also dann beginnst du erstmal. So, mach mal ein bisschen langsam, dass die Zuschauer also das wissen. Hier, ich will in die Richtung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich will auch in die Richtung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, du bist dran. Ich will in die Richtung. Mhm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich schon gedacht, du haust mich hier raus, weil 1, 2 hätte ich mich auch raushauen können. Dann mache ich jetzt mal, ich will in die Richtung, da liegt nur eine Kugel, also 1. So, und Ziel ist, wie gesagt, die oder die Kugel in die Mitte zu bekommen oder in dem Fall aus dem Spielfeld raus zu boxieren. Ich will in die, 1, 2, 3. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, da hast du jetzt recht. Das habe ich nämlich erst vorhin gesagt und jetzt mach es natürlich auch ganz klar. Ist ja logisch. Das habe ich auch gedacht, aber dann kann ich ja zuerst mit dem fahren. Da hast du auch wieder recht. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dann mache ich 1, 2, 3, 4, 5. Hey, es klappt gar nicht im Moment. Aber jetzt seht ihr auch mal eine längere Spielsequenz oder nur ein paar Sequenzen. 3. Okay, weil hier 3 waren. Ich muss das irgendwie rüberkriegen. Ne, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich die Windchen jetzt auch mal draußen. Hm. Aber da, ja, ich muss unbedingt, ja, schwierig. Dich raus. 2, genau. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bin ich schon mal in der Richtung, was die Mitte angeht? Hm. Ja, wird spannend. Diesmal wird es richtig spannend. Jetzt seht ihr das auch mal ungekürzt. Einfach mal komplette Spielsequenz. Vielleicht zeigen wir euch gleich im Anschluss noch eine Partie, dass ihr auch ein bisschen was davon habt. Außer immer so kurze Sequenzen. 2, 3, 4. Jetzt muss ich aber aufpassen. Das war gut. 1, 2. 1, 2. Und damit steht es 1-0 für den Papa. Und gleich nochmal eine Partie. Alles wieder zurücksetzen. Ihr merkt, wie einfach das ist. Wer soll anfangen, Elias? Oh, du fangst schon an. Okay, 4. Ah, wieder dein üblicher Zug. Dann mache ich das 1, 2, 3, 4. Genau schon mal in die Richtung zu dir rüberkommen. Also ein schnelles Spielchen. Natürlich ein klassisches Zwei-Personen-Spiel. Schön abstrakt. Erinnert so ein bisschen an Abalone. Aber doch ganz anders und richtig schön gemacht. Ja, was die Qualität angeht. Jetzt muss ich aber aufpassen, vor lauter Quatschen jetzt wieder. So, wenn ich jetzt 1, 2 mache, das wäre jetzt schön, wenn es die Kugel wäre. 1, 2, 3, 4. Dass ich das schaffe, vielleicht mal mit der Kugel wieder in die Mitte zu kommen. Okay, der hat es auch gerochen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt bin ich schon mal wieder in der Mitte. Aber, ja, nur nicht in der Mitte, aber ich näher mich der Mitte. Und da muss man natürlich auch immer schauen, wo der Elias fährt, wo er vielleicht wegfährt. 2, 1. Ja, dann wird er wahrscheinlich die Kugel liegen lassen, weil er will natürlich nicht, dass ich in die Mitte fahre. Wenn er jetzt mit der wegfahren würde, dann wäre hier keine Kugel, dann wäre ich wieder in der Mitte. Okay, so. So, und jetzt, wer jetzt aufpasst, und der Papa hat das jetzt auch gesehen, da liegen 3 Kugeln. Das heißt, er könnte 1, 2, 3, dann ist er in der Mitte. Das habe ich jetzt gerade noch gesehen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier eine Kugel wegbringen oder eine dazu bringen, in dem Fall.
Wäre auch eine Möglichkeit. Oder ich mache es ganz anders. Ich habe hier 1, 2. Ich mache 1, 2 und buxiere deine einfach raus. Und das war in dem Fall. Jetzt machen wir noch eine Partie. Jetzt habt ihr das alles gesehen. Und das sind die Momente, wo man eigentlich gar nicht sieht. Die ergeben sich da automatisch im Spiel. Wer soll anfangen? Jetzt darf ich mal anfangen, oder? Oh, einmal darf ich anfangen. 1, 2, 3, 4 in dem Fall. Und ich hoffe, wir haben jetzt auch alles richtig gespielt. Wir machen auch mal Fehler in Spielen. Dann gibt es dann einen Kommentar von euch. Oder einen Hinweis oder eine Mail. So. 1, 2, 3, 4. Ich näher mich wieder mit dem gleichen Schema wie immer in die Mitte an. 1, 2, 3. Und das macht Elias jetzt auch. Nein, doch. Ja, dann machen wir 1, 2, 3. So, und jetzt bin ich wieder in der Mitte. Heieiei. Aber er hat noch Möglichkeiten. Ja, also er hat noch Chancen, ja. Schnelles Spiel. Jetzt will er mich hier rausdrängen. So, man kann natürlich nicht hin und her. Das geht nicht, also was die gleiche Position betrifft. Ist ganz wichtig. 1, 2, machen wir es mal so. Die weiße Kugel kriege ich schwer raus. 1, 2, 3, oder? 1, 2, 3. Noch 1, ja. 1, 2. Die gehen auf Kuschelkurs, die beiden, ne? 2. Wischen das, wo ist denn die Mitte? Ja. Da, gell? Da ist sie. Eieiei. 1, 2, 3, 4. Da rührt sich jetzt keiner in der Mitte weg. Oh, den hätte ich jetzt auch nicht kriegen. Aber jetzt fahre ich 3. 1, 2, 3. Und damit bin ich wieder in der Mitte. 3-0 für den Papa. Und das war in dem Fall einfach mal ein paar Sequenzen von dem Spiel. Ihr habt einen kleinen Überblick bekommen. Elias, dein Fazit fehlt noch. Wie findest du es an sich? Ja, klar, du hast jetzt oft verloren, aber an sich vom Spiel findest du super. Sehr gutes Spiel. Nochmal spielen. Ja, aber wie findest du es bisher? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Sehr gut, sehr gut. Was gefällt dir jetzt so gut an dem Spiel? Ich weiß es natürlich während dem... Das schöne Material. Mhm. Auch das Spielerische? Ja. Top-Spiel? Ja, tolles Spiel. Gefällt uns. Und deswegen auch nochmal die Sequenz. Und vor lauter Quatschen muss jetzt der Papa aber wieder aufpassen. So. 1, 2, 3. Dass ich keinen Fehler mache. Jetzt zeigen wir euch einfach nochmal eine vierte Partie. Wir haben ja Zeit. Ihr wahrscheinlich auch. Und da schaue ich auch immer, ob es die Spiele dann wirklich noch zu kaufen gibt. Da habe ich vorher nochmal geguckt. Das gibt es noch auf jeden Fall. So. 1, 2, 3. Aber die haben alle immer so eine kleine Auflage. Da müsst ihr echt schauen. Und damit hat wer gewonnen? Der Elias. Und das war in dem Fall ein schnelles Spiel. Willst du nochmal eins machen? Jetzt haben wir 4 Partien gemacht. Wir spielen nochmal eine Partie. Jetzt merkt ihr es, ich sage aber tschüss, danke fürs Zuschauen. Das waren jetzt einfach mal längere Spielsequenzen. Ich hoffe, die Art und Weise hat euch auch gefallen. Und sollen wir die noch mitnehmen? Sollen wir die noch zeigen den Zuschauern? Ja, die. Die zeigen wir. Okay, wir nehmen die noch mit auf jeden Fall. Weil jetzt, der Papa darf nicht zu viel quatschen. Hast du gemerkt, wenn ich viel quatsche mit euch und viel erzähle, dann mache ich Fehler. 1, 2, 3, 4. Weil dann bin ich unaufmerksam. Und mach auch Fehler. Auch mal Regelfehler. Das kann ja auch passieren. So, eins. Jetzt geht's schon los hier. So, jetzt aber wieder volle Konzentration. 1, 2, 3, 4. Okay, das schafft er noch nicht. So, jetzt muss der Papa dran. Eins. Da liegen mir zu viele Kugeln. 1, 2, 3. Machen wir das erstmal so. 4, 1, 2, 3, 4.
Glückwunsch. Und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut, bis bald. Wie gesagt, wenn ihr euch das Spiel holen wollt, schaut gegebenenfalls mal im Shop von Gerhard Spiel und Design Runde vorbei. Noch. Sollen wir die auch noch zeigen, den Zuschauern? Ja, okay. Warum auch nicht? Ihr wollt auch mal Spielsequenzen sehen. Ungekürzt, einfach mal, ohne Schnitte zwischendrin. Du hast immer so deine Eröffnung. Bei Schach hast du auch so eine Eröffnung. Was ist bei Schach so der typische Zug? Wie ist der typische Anfangszug? Sag mit dem Bauer nicht. Nach vorne fahren. Sag ich nicht. Sagst du nicht. Okay. Sonst machst du es mir nur noch. 1, 2, 3. Oh, Jesus, nein. Ah. Ja, Hauptsache, du hast deinen Spaß, gell? Das ist gemein. Das ist echt gemein. Ich sieh's schon. Nein, 3 Felder. Jetzt holst du auf. Wie viel steht's denn? 4? 4, 2? Nein, 3, 2. 3, 2 steht's? Ja, und das jetzt. Ich wollte eine Partie den Zuschauern zeigen, weißt du das? Du wolltest 3 ihnen zeigen. Okay? 3 wollte ich eigentlich. Und das ist jetzt die 6. Ja, ja, merkst du was? 4. Und wie komme ich jetzt da wieder raus? Keine Ahnung. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Moment, 4. Ich schaff's nicht. 1, 2, 3, 4. Nee. Oh, jetzt machen wir mal einen Schnitt, oder? Hätte ich gesagt so. Jetzt aber. 3-3. Tschüss, Mats. Nee, 4-3. Nein, 3-3. Du 3-3? Hast 3 gewonnen. Wir wollten 3 machen. Die 3 hast du gewonnen. Siehst dann du? Wollte ich nochmal 3 Runden machen und die habe alle ich gewonnen. Okay, jetzt sage ich aber Tschüss, macht's gut. Bis bald.